many times the fates have tested you. They placed Typhon in your path, yet you prevailed. Hades himself fell to your prowess and might. Did you think that the fates were done with you? There is no such thing as luck. A malevolent flame is devouring the realms of man. The gods have abandoned us. Will you? Will you take a stand? Will you prevail against not one, but against many? Destiny awaits. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen. Jetzt ist es soweit. Titan Quest Eternal Embers, mehr oder weniger. Ich freue mich extrem, Leute. Und ihr habt ja bereits zu Beginn gesehen, wie das Game an sich so aufgebaut ist. Und ich danke natürlich den Entwicklern, dass sie so ein geiles Game immer noch so ein bisschen, ja, jetzt im Jahre 2021, zumindest jetzt hier zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video hier schaut oder vielleicht auch später, das Game so veröffentlicht haben. Und das Game, das muss ich euch direkt sagen, ist, das ist erst einmal, also erst einmal sowieso der Level 84, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ihr braucht auf jeden Fall Titan Quest die Anniversary Edition. Das ist jetzt ganz wichtig. Und ihr könnt dieses Eternal Embers nur sozusagen auf der Stufe Legendär spielen. Also anders ist das nicht möglich. So, das vielleicht nochmal so nebenbei einfach erwähnt. Und es erwarten euch quasi im Endeffekt einfach neue 4 Akte zum Beispiel. Und ihr seht auch schon, das ist mein Druide. Der sieht richtig krank aus. Grüße gehen raus natürlich auch an die Entwickler hier, die das natürlich hier ermöglicht haben, das Game euch hier nochmal persönlich zu zeigen. Unfassbar, oder? Ich meine, guckt euch das an. Jeder, der ein bisschen Titan Quest gespielt hat, zumindest zu der damaligen Zeit, wird das sowieso feiern. Das sieht richtig krank aus, Leute. Einfach der Hammer. Ja, wir sind auch übelst geskillt auf jeden Fall. Und was auch dazu kommt, es kommen 30 neue Monster dazu, also für die krassen Titan-Fans, Titan Quest-Fans da draußen. Und ja, und sozusagen auch neue Maps und so. Und das ist halt richtig krank. Also wirklich richtig krank. Ich zeige euch jetzt mal was. Genau, das ist übrigens auch meine Rüstung. Oh. Macht natürlich übelst viel Schaden. Ihr seht selber. Zack. Übel, da fliegen sie alle weg. Das ist... Wisst ihr, was das Geile ist? Boah, krank. Wirklich, hier ist ein Knochenhaufen. Ja, ich habe... Du hast keinen Platz mehr. Oh ja, genau. Das ist übrigens meine Rüstung. Ich zeige euch jetzt einfach mal. Er ist richtig krank auf jeden Fall. Hier auch nochmal. Dann hier nochmal. Dann Griff des Kanus sozusagen. Amulett des Hüger. Einfach krank. Den Nebelkriecher. Dieses Game ist unfassbar, liebe Freunde. Die haben einfach gar keine Chance. Und was ich halt eben sagen wollte, ist halt, ihr habt halt einfach... Ihr habt sozusagen, wie gesagt, auch neue Maps und so. Ich werde euch das mal gleich nochmal zeigen. Also das ist jetzt an sich so, ja, ich sag mal, das Gefängnis der Seelen. Allein wie die Map schon heißt, ist so krank. Hier bin ich sozusagen rein. Hier sind sozusagen überall Spinnen und so. Das sieht einfach unnormal krank aus. Guckt euch das mal an. Und ich finde auch, also zu der damaligen Zeit... Oh, was ist denn? Wohin führt der Weg denn? Oh! Was ist denn hier los? Oh, die denken, die können mich holen. Können sie aber nicht. Boah, wie krank. Habt ihr gesehen? Krank, Freunde. Richtig krank. Ja. Ich wollte euch auch noch was anderes zeigen. Also, wartet mal. Ich gehe mal eben kurz zurück. Ich zeige euch das mal eben. Also, das ist einfach unnormal krank. Also, wirklich, wirklich, wirklich richtig krank. Ich weiß gar nicht mal, wo lange ich gekommen bin. Ich glaube, das war hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, genau, es war hier. Und was ich euch auch noch sagen wollte ist, unterschätzt das Game nicht, ne? Also es ist ein wirklich krass, krass, krass heftiges Game. Also ich weiß nicht auch nicht, ob ihr die Erweiterung und so an sich gespielt habt. Falls ja, ist das natürlich gut so, ne? Keine Frage. Oh, guck mal hier. Zack, zack, zack.
Easy. Die haben gar keine Chance, weil wir halt OP sind, so, ne? So immer. Also das so mal vielleicht einfach an der Stelle gesagt. Wir sind halt wirklich krass OP, ne? Ja. So, ich hatte hier auch noch, ich meine Portale sogar. Ich weiß nicht. Ach, guck mal hier. Kurz eben befreien. Muss sein. Hier an der Stelle einfach mal befreien. Genau, und ich will euch noch etwas zeigen, Freunde. Moment mal, wo war das denn? Irgendwo kann ich mich ja zurückteleportieren. Ich weiß nicht mehr, wo das da. Ich hab's voll vergessen. Es ist nämlich super lange her. Einen Moment, Freunde. Nee, hab ich nicht. Es gibt... Und Leute, guckt euch mal bitte. Es gibt so viele krasse Sachen als Druide. Das ist richtig krank, wirklich jetzt. Hier, und hier habe ich jetzt zum Beispiel so einen Wolf. Den wollte ich euch auch noch zeigen. So einen Barbarenwolf. Aber krank, wirklich. Also der Druide ist schon OP, muss man einfach sagen an der Stelle. So, wartet mal. Hier irgendwo muss auf jeden Fall ein Weg sein. Oder? So, Freunde. Ich habe ein richtig krasses Portal geöffnet und ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Wir sind jetzt sozusagen am Tal der Könige. Das ist sozusagen hier, ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Wir haben einmal Griechenland, das ist die Standard-App, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Athen, Sparta, Helos und sowas. Dann habt ihr noch Ägypten, das Orient und Hades, liebe Freunde. Und ich war vorhin in Hades-Palast sozusagen. Es gibt noch den Turm des Gerichts zum Beispiel, Ebenen des Gerichts, Styrix, Epiros, einfach nur unnormal krank. Und ja, jetzt sind wir sozusagen im Tal der Könige. Checkt das mal bitte ab. Und was ich auch noch kurz sagen wollte ist, ihr könnt das Game tatsächlich, wie gesagt, die Eternal Embers Edition, könnt ihr wie gesagt nur erstmal auf Legendär spielen und zweitens, Moment, erstmal irgendwie killen hier, und halt, ihr habt halt wirklich die neue Orte auf der Map, ne, das wollte ich auch nochmal sagen. Also, weil viele denken irgendwie, nee, das ist irgendwie gleich geblieben oder ähnlich, ist aber halt nicht der Fall. Und soweit ich weiß, kriegt ihr auch das Game so schon für 20 oder 18 Euro so um den Dreh. Je nachdem, wie teuer das Addon jetzt aktuell ist. Könnte auch günstiger sein. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das wollte ich nochmal hier an der Stelle sagen. Das sieht richtig krank aus. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich liebe das. Und ich liebe generell Rollenspiele, weil das ist ja so ein bisschen auch daran so angelehnt. Und deswegen zeige ich das hier auf dem Kanal. Das hat keine anderen Gründe. Ich spiele nur das, was mir Spaß macht. Ich spiele kein Spiel, was mir keinen Spaß macht oder so, Freunde, okay? Das einfach nur so mal vielleicht am Rande erwähnt. Hier zum Beispiel geht's runter, richtig krank. Guckt euch jetzt mal endlich ein bisschen an Diablo. Das Grab von Ramses, liebe Freunde. So heißt das. Oder so heißt dieser Ort. Krank. Boah. Ja, die Rüstung ist echt OP, ne? Ja, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Krank. Ja, ich zeige euch auch noch andere Orte. Einen Moment. So, Freunde. Ich bin mal hier in Elysion, kann man sagen. Und was ich auch noch kurz sagen wollte, ist, irgendwie ist das Spiel gerade abgeschissen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil irgendwie alles so heiß war. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Und ich wollte euch mal ein paar Sachen erzählen. Und zwar ist es ja so, dass ihr jetzt bei diesem neuen Add-on sozusagen eine neue Meisterschaftsfunktion habt. Also ihr könnt als Naidan-Meister sozusagen zum Kampf im Alchemisten sozusagen nutzen und damit dann quasi Gegner überraschen. Wartet mal kurz. Ich muss hier weg. Ganz klar hier zum Orient. Wir gehen einfach mal zur großen Mauer. Ich glaube, das ist hier besser, ne? Genau, also ihr könnt als Naidan-Meister sozusagen zum Kampf wie ein Alchemist sozusagen bestreiten. Ach, guck mal, wir sind sie da an. Sehr schön. Richtig geil, das Game, oder, Freunde? Ich habe auch mal bewusst die Cam einfach ausgeschaltet, damit ihr einfach auch mal das Game so ein bisschen genießt. Der Yin-Yang-Wald. Ja, Freunde, das ist das Game. Und genau, und dieser Naidan-Meister kann sozusagen mit sozusagen mit solchen Crafting-Mixturen sozusagen seine Gegner überraschen. Und sogenannte Elementarkräfte und sowas einschalten. Also es ist auf jeden Fall richtig krass. Und es gibt so 7 neue Sorten von Tränken. Die könnt ihr sozusagen auch freischalten. Genau. Was ich auch nochmal hier an der Stelle auf jeden Fall erwähnen möchte, ist vielleicht, und das ist ganz wichtig hier, dass ihr eben Eternal Embers, also eben halt nur auf dieser Stufe legendär spielen könnt, ne? Also und richtet sich dann eher so halt Leuten wie Veteranen oder so an und nicht anderen Gamern, die gerade vielleicht neu mit
Titan Quest irgendwie angefangen haben. Aber umso schöner, um ehrlich zu sein. Das Game ist unfassbar geil, oder? Guck mal, wie geil unser Druide aussieht. Der sieht krank gut aus, meiner Meinung nach. Genau, und wer auch möchte, kann sich, soweit ich weiß, auch direkt eine Stufe 70, also eine Stufe 70 Helden sozusagen erstellen lassen. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, wie das genau funktioniert. Falls ihr es besser wisst als ich, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie das funktionieren soll. Und ja, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ihr braucht auf jeden Fall das Hauptgame, ne? Ohne das Hauptgame kann es natürlich nicht funktionieren. Und ich habe auch mal vorhin bei Steam geguckt. Also bei Steam hat es vorhin noch so 15 Euro gekostet. Ja, und falls ihr es erwerben wollt, warum eigentlich nicht? Damit würdet ihr auch die Entwickler natürlich supporten. Es ist unfassbar, ehrlich. Also ich habe damit selbst jetzt nicht gerechnet, dass die Entwickler nach so einer langen Zeit das Game nochmal irgendwie so aufpimpen würden, ne? Und dann auch irgendwie so ein, ja, so ein neues Titan Quest mehr oder weniger veröffentlichen. Das ist ja eigentlich nichts anderes außer ein Add-on. Aber trotzdem ist das krass. Ich meine, soweit ich weiß, das ist ja auch das vierte Add-on. Und das ist schon heftig so für das Game an sich, weil das Game ja nun mal auch ein bisschen älter ist, ne? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Game bei euch auf jeden Fall funktionieren wird. Also dafür braucht ihr jetzt auch nicht so krasse hohe Grafikanforderungen, ne? Aber wie gesagt, guckt euch mal an, wie krass unser Charakter ist, oder Freunde? Krank. Das ist übrigens auch ein Safe-Game der Entwickler. Nichts anderes. Boah, ich liebe diesen Skill. Boah, das sieht so krass geil aus. Das sieht so geil aus. Sorry, aber was haben sich die Entwickler hierbei gedacht? Jetzt mal offen und ehrlich gestanden, was haben sich die Entwickler hierbei gedacht? Krank. Ich liebe das Game, wirklich. Das ist einfach Hammer, wirklich. Ich habe das früher so gerne gezockt und ihr könnt auch natürlich mal bei meinen Playlists vorbeischauen. Ich habe das sogar Let's Played, tatsächlich. Also, da auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall Let's Play, ist ein bisschen länger her schon. Aber ich habe es auf jeden Fall Let's Play und das würde ich, wenn ich, also wenn ihr das Game nochmal sehen wollt, wie das von Akt 1 beginnt, dann sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also, beziehungsweise sehr, sehr gerne in den Kommentaren gucken, falls das jemand verlinkt. Oder eben auch, ach guck mal hier, Nebenquest hat sich aktualisiert. Eine Lektion in Sachen Zweifel heißt die Mission. Guck mal, wie geil, ehrlich. Guck mal, wie geil das aussieht. Krank. Das sieht so geil aus, ne? Ich habe auch Immortal Thrones damals halt auch übelst gesuchtet. Das ist einfach ein geiles Game, Leute. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wer das Game nicht feiert, dem kann ich nicht helfen. Einer der besten Rollenspiele neben Diablo. Oder zumindest ein, ja, wie soll man sagen, eine Konkurrenz, ein Wettbewerbsspiel, kann man sagen. Ein Wettbewerb gegen Diablo. Also damals natürlich, als ich Diablo gespielt habe und mal einen Vergleich gezogen habe, hat mich das war dann wirklich nur Titan Quest, was mich so überzeugt hat an diesem sogenannten Rollenspiel, so ein Hack and Slay und so. Also das einzige Game, was mich da noch so ein bisschen so überzeugt hat, war wirklich Titan Quest so. Alle anderen Games, weil es einfach auch zu dem Zeitpunkt halt auch kein anderes Game zu dem Zeitpunkt gab, ne? Deswegen, genau. Lasst mir sehr gerne eure Meinung da zu Titan Quest, Eternal Embers und eure Meinung. Wie findet ihr denn den DLC? Findet ihr den geil? Findet ihr den schlecht und so weiter? Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Haut rein, liebe Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.